wir sind da wieder einer Sache auf der Spur, meine Damen und Herren. Wir sind ja hier sowas wie Aktenzeichen XY, nur cool. Und es scheint einen Trend zu geben. Ja, der ist bislang irgendwie im Verborgenen geblieben. Und zwar, es geht dabei um einen anscheinend geheimen Wettkampf, die krasseste, fancieste Brille der Welt ins deutsche Fernsehen zu schmuggeln. Und wenn man es einmal weiß, dann fallen einem plötzlich überall diese sehr interessanten Brillen auf. Wie diese hier zum Beispiel. Wir haben eine Art von Aufrüstungsspirale. Warum kaufst du dir die kleinste Brille der Welt, wenn du besser sehen willst? Und bei sowas stelle ich mir mal sofort das Gespräch beim Optiker vor. Wenn dann der Verkäufer sagt, schauen Sie mal, Herr Clemens, da habe ich genau das Richtige für Sie. Und er nur, ja, ich kann es nicht sehen, aber ich glaube, es ist cool. Die Brille ist so winzig, du brauchst definitiv noch eine Brille, um die zu finden, wenn du sie mal suchst. So, aber das war erst der Anfang. Es geht noch viel, viel schriller und verspielter. Ohne entsprechende solcher Statements. Da brauchen wir keinen Kubicki für klare Kante. Der sagt sich doch schon morgens, und heute nehme ich das braune Teil. Und dann zeige ich es denen, oder? Was ist das? Das ist das Modell elegante Zurückhaltung. Ja, irgendwo da draußen haut sich gerade Elton John vor Lachen auf die Schenkel und schreit, ha, ihr Narren. So, aber jetzt kommt der eigentliche Knaller. Stellen Sie Ihre Lehnen senkrecht, fokussieren Sie den Bildschirm und sagen Sie Ihrer Familie, sie soll ruhig sein. Ich hoffe wirklich, den beiden anderen Brillenkandidaten fällt das jetzt hier auch auf. Sie gucken im Moment zu, denn wir haben euren Meister gefunden. Bei mir zu Gast ist jetzt der Geschäftsführer des TÜV-Verbandes, Joachim Bühler. Guten Abend. Von welchem TÜV ist der? Von wo? Vom Outer Rim? Jenseits des Andromeda-Nebels? Wo kommt der her? Selbst Außerirdische würden sagen, ah, ist ein bisschen freaky, lassen wir aus. Machen wir nicht. Oder er hatte halt einfach zu dem Thema überhaupt nichts zu sagen und sich dann gedacht, wie kann ich am besten von meinem Gebrabbel ablenken? Und dann hat er sich die Brille aufgesetzt. Weil ganz ehrlich, egal was er sagt, ich würde die ganze Zeit nur denken. Aber was soll's, Challenge accepted. Wenn ihr da draußen Wettkampf wollt, die krasseste Brille, die abgefahrenste Brille ever zu haben, da kann ich mitmachen. Ja, da gebe ich auch nicht viel Geld für aus, sondern dieses Modell, sage ich Ihnen, das schlägt hier alle. Es ist das Modell. Night Vision. Günstig, sieht gut aus und leuchtet im Dunkel. Leuchtet, mach mal dunkel. Die ist ja gar nicht so unähnlich. Die ist ja gar nicht so unähnlich. Das ist eine geile Brille, ne? Das Einzige ist die Form. Die ist ein bisschen, es sieht so aus, als würde mein Gesicht schmelzen. Ich zieh's mal aus. Aber der Wettkampf geht weiter.